Leute, hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Gegenüber von mir, wie immer, Salim Samatu. Allah ist verschnupft und verschnuppert, aber wir haben einen viel köstlicheren Ersatz. Scheiß mal auf Allah frei. Wir haben Enis Ben Hatira. Absolute Fußballlegende. Salam, wie geht's dir? Komplette Jugend-Hertha-Trikot gesessen. Und weißt du, was witzig ist? Wo kann man eigentlich direkt anfangen? Letztes Mal, wo ich dich im Stadion gesehen habe, war glaube ich so 2013, kann ich mich erinnern, war ich im Stadion so, damals mit meinem Opa noch und so. Und ich kann mich erinnern, du hast ein fucking Tor geschossen gegen Bayern, aber ihr habt trotzdem so Last Minute 3-2 hast du glaube ich gemacht. Ja, krass. Und ihr habt trotzdem verloren. Eins unserer besten Spiele, ja. Ich weiß, ihr habt gegen Bayern fast einen Punkt geholt, das im Olympiastadion. Und das letzte Tor hast du gemacht. 3-2 verloren gegen Bayern, 2013. Oder 14 sogar war das, weiß gar nicht genau. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil. Darauf bin ich stolz. Pep Guardiola hat mich dann hervorgehoben damals. Ja, und das war eins unserer besten Spiele, auch im Hertha-Trikot. Wir hätten die Spiele eigentlich niemals verlieren dürfen. Und das war echt so, dass das erste Mal Bayern München unter Guardiola sogar auf Zeit spielen musste, um halt dieses Ergebnis da über die Runden zu bringen. Ja, weil die waren ja eigentlich vorher die ganze Zeit, die haben alles dominiert. Ich war richtig stolz, weil ich bin ja, dadurch, dass ich Berliner Wurzeln habe, ne, Tempelhofer Junge quasi, schon immer Hertha-Sympathisant gewesen. Weißt du, jetzt kein krasser Fan, aber immer schon so Sympathisant. Ja, also wenn ich in Deutschland in der Bundesliga für eine Mannschaft bin, dann immer Hertha BSC tatsächlich. Und deswegen, für mich war das als Kind, klar, ich habe ja eben schon erzählt, es gibt ein Foto, ich suche das raus und dann blenden wir das hier an. Es gibt ein Foto, wo ich so als 12-, 13-Jähriger beim Hertha-Training war, weißt du, immer bei eurem Training-Gelände da im Olympiastadion. Und da gibt es ein Foto, wo ich mit 3-4 Spielern drauf bin, du bist mit drauf, so als Kind. Einfach. Ne? Okay. So, und dann hat Salim uns ja connected quasi. Wir waren frühstücken hier im Laden vom Petrosch, bester Mann. Wir sagen den Namen nicht, damit nicht jeder dein Frühstücken geht, das soll geheim bleiben, damit die Profis dann Ruhe essen können. Shoutout an Petrosch und seinen geheimen Laden. Beste vegane Essen. Und Salim wollte einfach nur hin zum Snacken und dann sitzt du da und du kanntest ja Salim über Rebell und so weiter. Und dann, Digga. Ist mir eine Ehre, dass du hier bist. Und jetzt schließt der Kreis, weil wir waren bei ihm im Stadion und jetzt, gestern war er bei unserer Show, erste Reihe, es war eine große Ehre und Digga, bei dir kann man über so viel reden, weil die meisten Fußballer kannst du nur über Fußball reden und über Kieselstein und was die halt sonst so privat machen, ne? Und bei dir ist ja wirklich, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Weißt du, ich glaube, wir reden zuerst über deine Serie. Du hast eine eigene Doku sozusagen, wo du einer der Protagonisten bist bei The Zone. Ja, eigene Doku ist gut gesagt oder zu viel gesagt, sage ich mal, weil ich habe da in Zusammenarbeit mit Chinidu da so eine Art Serie gestartet. Die haben uns 2 Jahre lang begleitet. 2 Jahre lang am Stück? 2 Jahre lang am Stück haben die uns begleitet. Natürlich gab es da so zwischen Corona eine kleine Pause auch. Da mussten wir mit den Drehs da ein bisschen stoppen. Oder Pause machen, besser gesagt. Ja, es war sehr, sehr intensiv, sehr schöne Zeit, weil es eigentlich ursprünglich gar nicht so groß werden sollte. Es ist erst durch diese ganze Zeit dann hat sich das dann so entwickelt. Es ist sehr persönlich geworden. Also es ist schon die persönlichste oder authentischste Doku-Serie, wie man sie nennen mag, die ich bis jetzt gemacht habe. Ihr guckt quasi hinter die Kulissen so ein bisschen von, wie ist man aufgewachsen in Berlin, wie kam es zu dem Ganzen und so, ne? Ja, also als sie mich damals kontaktiert haben, haben sie mich halt präsentiert. Natürlich ging es dann so auf diese Home-Story von Ghetto und die Bundesliga, aber das hatten wir ja schon 100 Mal so, dieses Image und dieses, das langweilt auch. Die Straßenjungs, die ja, Berliner Straßenjungs. Ich meine, auch Boateng quasi, ja auch, ne? Ja, also ich meine, das ist ja so eine zeitlose Geschichte, ja, weil immer wieder Jungs von der Straße die Motivation oder das Ziel haben, irgendwas zu erreichen, zu hustlen, weißt du, diese Träume hinterher zu jagen. Aber irgendwann, keine Ahnung, wir haben es schon 100 Mal gemacht, 1000 Mal gemacht. Deswegen aber die Art und Weise, wie sie es mir präsentiert haben, fand ich cool. So in diesem schimmernden 90er-Stil, weißt du, so ein bisschen auf Franzosen-Style, ja, so schon auf eine Art und Weise im Filmmodus so mäßig, fand ich das richtig cool. Und natürlich ging es dann um bestimmte Themen, die sie auch dann mit mir zu besprechen hatten. Was für Themen zum Beispiel? Ja, natürlich wollten die so tief wie möglich hinter den Kulissen bei mir rein. Ja, da war meine Familie aufgrund der Erfahrung, die sie jetzt in den letzten Jahren wegen mir oder miterlebt haben, ja, so ein bisschen distanziert gewesen. Weißt du, was da passiert ist? Ja, wir fangen von null an. Also du warst hast ganz normal Fußball gespielt. Warst, also erstmal mega Serie, ich habe sie gesehen. Mashallah. Das ist wirklich eine der besten Dokus in dem Kontext, weil es immer real ist. Es ist nicht, ja, so, genau. Nicht so hochglanz, sondern man zeigt halt wirklich von der Skyline. Genau. Link ist in der Bio, direkt angucken, wirklich unfassbar. Und man fängt es ja von null an. Also du warst ganz normal Fußballprofi, diese ganze Ghetto ins Stadion geschafft. Und dann... Was war dieser Moment, wo du ganz normal etwas gemacht hast, wo du gemerkt hast, ab jetzt verändert sich was? Kannst du dich noch an diesen Tag erinnern, wo du gemerkt hast, das ist der Wendepunkt? Also aus deiner Perspektive. Vom Negativen, ja? Vom Negativen. Ja, vom Negativen. Weil sonst war ja alles. Wir müssen drüber reden. Ja, darüber
Also da brauche ich gar nicht viel drum herum zu reden. Das sage ich auch in der Serie ganz klipp und klar. Also ich meine, mit meinen Spenden damals für den Gazastreifen, als ich da in Darmstadt unter Vertrag war, hat sich mein Leben jetzt nicht von heute auf morgen, weil das war ja so schleichend, wurde es wie so ein Schneeballsystem immer größer, weil der Druck immer gewachsen ist und immer größer wurde und immer stärker wurde. Der öffentliche Druck der Medien und so, ne? Ja, Medien ist ja die eine Sache, aber die Medien ist ja auch irgendwo eine Art Steuerung von der Politik. Also mein Gegner war eher die Politik, nicht die Medien. Was wie so ein Staatsfeind eigentlich, ne? Wie so ein Terrorist eigentlich oder als Terrorismusunterstützer eigentlich. Ja, natürlich. Ich meine, wenn man dann irgendwann so eine Schublade ist und man kriegt dann gewisse Befehle in Anführungszeichen, sich von irgendwas zu distanzieren, ja, weil es in bestimmten bei bestimmten Leuten nicht ins Weltbild passt, wo man spendet, wo man hilft, dann wird es dann schon ein bisschen heiß um die Ohren. Ja. Für was genau hast du nochmal gespendet? Nur, dass wir es nochmal kurz für die Hörer. Also ich habe damals, ich meine, Salim kennt es ja auch, irgendwann hatte ich ein bisschen mehr Taschengeld erspart und da habe ich einen bestimmten Teil spenden wollen. Und ich war immer so ein Fan davon, in Sachen zu spenden, die halt nachhaltig sind, ja, wo nicht das Geld... Terror zum Beispiel. Unter anderem. Sehr nachhaltig. Meinst du, was Öko-Terror? Soll ich nicht Öko-Haram? Bio. Das war die Öko-Haram eigentlich. Bio. Öko-Haram. Bio. Terrorattentate. Bei Pedros. Terrorattentate auf Windkraftwerke. Auf Solarzellen-Terror. Nein, dann so Hafer dabei. Alles mit Hafer und Quinoa. Es sollte nachhaltige Spenden. Olivenöl. Olivenöl spenden. Ennis hat dafür gespendet, dass die Terroristen sich vegan ernähren. Das war ihm wichtig, dass sie im Einsatz länger durchhalten. So vegane Sneakers sollten die hochjagen. Das ist so witzig, Mann. Das ist viel zu witzig, Mann. Ein Selbstmordattentäter. Ah, ich kann doch nicht in die Luft sprengen. Ich brauche noch Solarzellen. Warte. Drei. Könnt ihr noch kurz warten? Ah, schade, er hat mich verhaftet. Das wird richtig witzig, Mann. So Hippie-Terroristen. Nachhaltigen Terrorismus. Ich glaube, so heißt die Folge: Nachhaltiger Terrorismus mit Ennis. So recycelbare Bombengürtel. Ja. Ich meine, wie gesagt, mit dem Mikro, dieser Begriff. Ich konnte nie wirklich was damit anfangen. Nachhaltig, ne? Ist eh so ein dummes Wort. Ich verwirrt das auch, das Wort. Nein, sorry, jetzt Spaß. Nee, du musst wirklich mal erklären, was du genau gespendet hast. Ja, dann habe ich halt rumgeguckt, gesucht, wo es halt Projekte gibt, die ja wirklich auch über langfristige Aktionen auch Menschen auch helfen können und auch nicht von heute auf morgen, dann eine Woche haben die dann Hunger, Essen ist da und dann haben die ja morgen wieder Hunger. Also deswegen war es für mich wichtig, irgendwas zu suchen, irgendwas Gesundheit. Achso, ich hatte niest. Das ist todeswitzig. Ja, die haben Hunger, was mit morgen? Dann haben die wieder Hunger. Das ist nicht nachhaltig. Nee, aber ich meine, vom Budget her, weißt du, es geht ums Budget. Ja. Deswegen, nicht alles auf einmal abladen. Nee, dass es halt, keine Ahnung, so eine Routine-Aktion gibt, wo es dann halt natürlich auch, wie gesagt, langfristig, nachhaltig in Projekten investiert wird, wovon die Menschen halt länger profitieren und was davon haben. Ja, Schulen, keine Ahnung, Wasserprojekte, Brunnenprojekte, Essensprojekte natürlich, die dann halt regelmäßig Menschen unterstützen. Und dann bin ich irgendwann auf eine Organisation gestoßen. Ich habe eine Organisation gestoßen, die nennt sich Ansa International. Wie? Ansa International. Mhm. Die kennt man auch. Ich kannte sie zu dem Zeitpunkt nicht, aber sie sind sehr, sehr groß. Ich glaube, die aus dem Westen kennen sie. Und ich war von den Projekten sehr beeindruckt. Vor allem, in welchen Regionen sie dort helfen. Und habe mich irgendwann damit auseinandergesetzt. Habe dann, keine Ahnung, mir ein paar Wochen mal was angeschaut, mal ihre Videos mir reingezogen. Und dann kam ich irgendwann auf so ein Projekt im Gazastreifen, was sie da unterstützen. Die haben da so große Wasserkläranlagen gebaut, wo sie halt das Salzwasser da filtern und dann noch an die Menschen da verteilen im Gazastreifen. Und für mich war es immer ein Traum, im Gazastreifen was zu machen. Ich meine, sowieso im afrikanischen, nordafrikanischen Bereich hat man einen sehr, sehr starken Bezug nach Palästina. Und das war dann für mich, ich bin quasi damit auch groß geworden. Ich habe viele palästinensische Freunde, auch in Berlin. Ja, also ob du willst oder nicht, ich glaube, Salim weiß das, ob du davon Ahnung hast oder nicht, aber im Unterbewusstsein wächst halt mit dieser Thematik einfach auf. So, deswegen...
Ist ja auch ein unfassbar lange schwelender Konflikt schon. Das ist ja gefühlt, seit man sich erinnern kann, immer wieder. Ne? Ich meine, Konflikt hin oder her, es ist einfach, du hast ja auch gar keine andere Wahl, als sich mit den Konflikten, ob du willst oder nicht, ob du dafür den Verstand hast oder auch den Horizont hast, dich damit auseinanderzusetzen. Deswegen, man wächst einfach damit auf und deswegen war es für mich immer ein Traum, sage ich ganz ehrlich, dort den Menschen da was wiederzugeben, zu helfen, auch wenn ich nicht von dort komme, aber der Bezug ist einfach da. Und dann ist mir das ein bisschen um die Ohren geflogen. Aber wie um die Ohren geflogen? Das heißt, du hast an dieser Organisation gespendet, wo auch wahrscheinlich viele mitgespendet haben. Ich wusste, dass, das haben die mir auch offen und ehrlich gesagt, ich habe dann damals mit dem Kontakt aufgenommen, mit dem Chef, von dem ich sehr beeindruckt war, auch wie krass organisiert sie waren, ja, in wie vielen Ländern. Die haben also die Projekte. Terrorzellen waren gut organisiert. Ja, und dann. Vor Ort hat alles die Verstecke, die Verstecke. So in jedem Brunnen waren so Lager. Und so. Gut organisiert. Die sahen alle aus wie Salim, glaub mir. Nein, und die haben Projekte in über 100 Ländern gehabt. Und die gab es gerade zu dem Zeitpunkt 5-6 Jahre oder so. Das war krass. Also das war eine der größten Organisationen eigentlich, die so in diesem palästinensischen Gebiet sozusagen. Weltweit. Okay, deswegen, du bist einfach nur ein normaler Spender gewesen sozusagen. Ich wusste, mein Traum war es dann auch eine eigene Foundation, also eine eigene Organisation zu haben. Und ich bin dann quasi in diese Welt erst reingekommen, nachdem ich halt angefangen habe, mit denen zu kooperieren. Mhm. Ich habe dann das erste Start dann direkt mit dem Gazastreifen gemacht. Mhm. Ich wusste, dass es ein bisschen unangenehm werden könnte. Mhm. Ja, aufgrund der Konstellation zwischen Deutschland und Israel weiß man ja, dass das da ein bisschen... Schön, dass du das als Konstellation umschreibst, was da abgelaufen ist. Ja, nee, ich meine, aufgrund des... man muss jetzt nicht drum herum zu reden, weißt du, es ist ja auch normal. Aber ich wusste auch, dass die Organisation vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Du wusstest zu dem Zeitpunkt schon? Ich wusste, natürlich, wir haben ja offen miteinander gesprochen oder so, aber das ist auch du so. Der Verfassungsschutz? Nein, ich und die Organisation. Ah. Aber das, ich meine, dieses, dass man vom Verfassungsschutz beobachtet wird, das ist auch so ein Ding, keine Ahnung. Ich habe mich mal auf der sicheren Seite nochmal doppelt gefühlt, weil sie beobachten die und da ist nichts. So. Mhm. Aber allein, dass du beobachtet wirst, ist ja wie bei GTA, wenn du diese 5 Sterne die ganze Zeit hast. Allein wenn das heißt, zum Beispiel, wir haben ja auch mal mit Abdelazim mal gesprochen, weißt du noch, in Berlin? Ja. Und da kam dann auch, irgendwann war er dann bei so einer Talkshow und da stand dann auch, er wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Wir reden über Abdelazim, ey. Genau. Der harmloseste der Harmlosen. Der ist der harmloseste Typ, aber der wird dann unten eingeblendet. Abdelazim ist so ein Imam aus Berlin. Ja, so ein bekannter Imam, ja. Genau, so ein bekannter Imam. Und wenn er dann bei... ein Gürteldesigner. Ja, zum Beispiel, ja. Und das Ding ist, wenn er dann bei so Talkshows sitzt, dann steht er halt... vorgeworfen, unter Verfassungsschutz beobachteter Hassprediger. Ja, krass. Und er ist so literally vielleicht sogar der netteste, den man halt kennt. Aber allein wenn er steht, vom Verfassungsschutz beobachtet, ab dann ist hier schon so ein... dieser Stempel, ja. Genau, egal was du dann machst, das wird dann darauf ausgelegt. Beobachtet wird ja nur, dass sie sich das angucken. Das ist ja so, wie wenn du gefilmt wirst. Ich meine, gerade die Leute, die nicht so den Bezug dazu auch haben, denkt man mal gleich, boah, krass, das ist kriminell oder so, oder keine Ahnung was. Aber ich habe da gar nicht von der Perspektive geschaut, sondern mir ging es wirklich um die Sache. Ich war beeindruckt von ihrem Engagement, was sie da leisten. Und das Projekt hat mich brutal fasziniert. Auch, ich meine, dass überhaupt Geld auch ankommt, das ist auch mal eine andere Sache. Ja, das ist überhaupt an? Deswegen, du wusstest, dass es ankommt, weil du hast die Brunnen gesehen, du hast die Kinder gesehen. Nee, die Brunnen waren wir woanders gemacht, das war in Afrika, da war ich auch mit denen unterwegs. Ich war auch mit denen unterwegs. Also es war nicht so, dass ich einfach sagte, hier ist mein Geld und macht mal. Also hast du mich richtig angeguckt, wie so ein Botschafter. Ich bin jetzt nicht zum Gazastreifen gefahren, ich glaube, da mit Gaza warst du auch? Nee, in Gaza war ich nicht. Okay. Also das würde ich sehr gerne machen, aber da kommt man gar nicht rein. Also ich würde da niemals, glaube ich, reinkommen. Also glaube ich, noch nach meiner Vorgeschichte würde ich, glaube ich, niemals da mit offenen Armen empfangen da in Israel, keine Ahnung. Okay. Aber ein Seeweg vielleicht, aber das war's. Nee, sogar da, ich müsste mich halt in so ein Fisch verkleiden oder so. Kannst von der Klagemauer abseilen. Nein, und dann war ich mit denen halt auch unterwegs und ich meine, es hat alles tipptopp funktioniert. Man ist echt, guck mal, das Thema ist sehr groß, sehr, sehr tief, deswegen jetzt hier in so einer kleinen, in Anführungszeichen, Podcast-Folge alles zu erklären, auch politisch, denn auch die Sachen miteinander verbunden sind. Ich muss mich auch mit so vielen Dingen auseinandersetzen, so wenn ich überhaupt keinen Bezug hatte, nicht mal Ahnung hatte oder so. Natürlich kennt man ein paar gewisse Themen, mit denen man halt groß wird, aber ich muss mich mit Dingen auseinandersetzen, politisch so, wo ich sage, Alter, krass, hätte ich niemals damit
gedacht, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, um auch gewisse Dinge zu verstehen. Aber, nochmal. Aber es ging mir einfach nur um die Sache. Ja. Ich habe es gemacht. So, ich weil du dachtest, es sind gute Projekte? Ja, natürlich. Nicht, weil ich dachte, dann, weil ich es weiß. Nee, weil du hast sogar gesehen mit eigenen Augen. Nein. Du warst ja in Afrika. Das Guck mal, was mich auch übertrieben gestört hat und warum ich auch extra das Ding auch so durchgezogen habe, ich wollte mich nicht zu irgendwelchen Fußballer hinstellen, der irgendwie naiv auf den Kopf gefallen ist und irgendwie eine Gehirnwäsche bekommen hat und ich hab gedacht, das wäre gut und die anderen sind schlecht. So, das, weißt du, dann wird immer halt eine gewisse Rolle jemanden aufgezwungen, ja, und nach außen getragen, wo ich mir denke, ich mach das nicht. Mhm. Also ich hab's sehr bewusst gemacht. Genau, weil du die Brunnen und so gesehen hast. Nee, das habe ich ja, das war hinterher. Also, was ist die Brunnen? Das waren nicht nur Brunnen, das sind die Waisenhäuser, das sind alles die Projekte, das sind die ganzen Kinder. Du hast die Projekte gesehen. Ja, so, es waren ja auch Projekte, die ich ja finanziert habe. Das waren ja meine Projekte. Da war ja noch alles. Ich hab ja quasi die als Unterstützer gebraucht, um halt natürlich auch diese ganzen Organisationen, die ganzen Geld, wenn auch dann, dass das auch Geld auch ankommt und das umgesetzt wird, dass das Haus genau, gebaut wird. Genau, und ich war da, hab mir das alles angeguckt, das war tipptopp. Ich meine, wenn du die Kinder siehst, ne? Mhm. Wir waren in Ghana, wir waren auf so einer, wir haben Kindersklaven befreit. Weißt du, dass du überhaupt für uns jetzt, dieses Wort Sklaverei, das kennst du eigentlich nur aus Schulen, aus Geschichtsbüchern, aus Filmen. Und dann dieses bildliche, typische Bild von Sklave angekettet und der läuft so und der wird da gekauft. Aber so Menschenhandel, so, wenn du siehst, kleine Kinder, die da auf Kakaoplantagen, weißt du, Kakaobohnen, hast du mal eine Kakaobohne gesehen? Nee. Hab ich noch nie gesehen vorher. Ich wusste gar nicht, dass so eine Kakaobohne aussieht. Ja. Weißt du? Das Fruchtfleisch, viel ja, gesünder krass, sogar, ja. Und dann siehst du halt Kinder mit so einem Macheten, die dann hochklettern und dann sagt er, das sind gekaufte Kinder, die aus Nigeria da abgehauen sind, weil die von solchen Terrororganisationen oder irgendwelchen Leuten da abgeschlachtet worden sind und dann halt in Ghana halt Zuflucht versuchen. Das heißt, suchen in Ghana Zuflucht und werden da wieder Sklaven eingesetzt. Ja, und dann sagen die, das sind Sklaven, aber das akzeptiert dein Verstand erstmal gar nicht. Weil der bildliche Begriff von Sklaverei ist anders so. Ich habe selber 2 Stunden gebraucht, um zu checken, akzeptieren, das sind Sklavenkinder. So. Krass. So, deswegen, und das prägt, das hat mich so krass gebrannt, Marc. Und dann komme ich zurück nach Deutschland und dann sagen die mir, ich unterstütze irgendwelche Terroristen. So. Das haben die mir auch. Du Sklaven befreit hast. Das heißt, nein, ich meine, ey, guck mal, ich habe Bambi gewonnen, ich habe Laureus gewonnen, ich habe für die DFL so viele Projekte gemacht, ich habe die ganzen Preise da abgeräumt. Allein diese ganzen Begriffe, mit denen ich die damals so im Umlauf geworfen worden sind, das weißt du ja auch selber, ja. Ich konnte mit denen gar nichts anfangen. Weißt du, also, und mich hat so krass gestört, ich wollte auch keine Lüge bestätigen. Weißt du, also ich wollte nicht einfach dann mich sagen, ja, hier, NS Militär, ich entschuldige mich. Für was soll ich mich entschuldigen? Erstmal. Und zweitens, ja, ich distanziere mich. Von was soll ich mich distanzieren? Weil du hast ja gute Projekte gemacht, die auch umgesetzt wurden. Aber jetzt die Frage, was genau, weil wir sprechen ja gerade über die Projekte, was genau hat diese Organisation mit einem Teil der Gelder gemacht, weswegen dir vorgeworfen wird, dass du Terror unterstützt? Also was genau haben die mit dem Bruchteil der Gelder gemacht? Weil der Großteil ist ja in die Kinder geflossen. Das ist sehr tief, weil das ist, boah. Guck mal, am Ende des Tages heißt es, es geht einfach nur um das Gaza-Projekt. Es wird indirekt Unterstützung der Hamas vorgeworfen, wo es bis heute keinen Beweis gibt. Das heißt, jetzt habe ich irgendwann was mitbekommen, da habe ich mal dieses Ding da, die 70-seitige Ding da gelesen, da haben die mir mal gezeigt. Das heißt, indirekt, so wie ich es jetzt verstanden habe, weil dort im Gazastreifen Wasser verteilt wird, könnten auch Menschen, die der Hamas angehören, auch Wasser bekommen und dadurch unterstützt du direkt. Wir reden nicht mal von aktiver Terrorunterstützung mit Waffen, sondern wir reden nur davon, dass die der Hamas Wasser geben. Das Waffen, Alter. Guck mal, listen, damit ihr das mal checkt, wie das, also nee, damit du das, damit jeder, also da draußen das checkt. Dieser Gazastreifen, der wird ja ein Tabuthema. Genau, also diese Hamas ist ja auch eine Partei. Natürlich. Also die regiert, das ist wie jetzt, SPD regiert Deutschland. Ja. Und dieser Gazastreifen wird regiert von der Hamas. Das heißt, nach dem Obama-Ding, spätestens nach Obama, wurde dann jeder, der sich in eine, also Hamas wird deklariert als eine Terrororganisation, obwohl es eine Partei ist. Sie sehen sich selbst als Partei. Genau, wie die PKK. Die wollen einen unabhängigen Staat. PKK zwischen, Kurdistan, ne? Genau, die wollen einen unabhängigen Staat. Ja. Und unabhängigen Staat wollen, den es nicht gibt, Tschetschenien, einen unabhängigen Staat wollen, den es nicht gibt, wird dann von dem du das Land haben willst, dann wirst du als Terrorist deklariert. Terrorist ist quasi jeder, der unabhängig sein will in einem bereits autarken Wenn Staat. Wenn ich das sagen würde, ich gebe im Saarland mein Bundesland an die Regierung und ich sage, wir wollen wieder autark sein, jawohl, wir übernehmen ein eigenes Land. Genau, dann bist du ein Terrorist. Und das ist quasi das Level von...
So, Hamas das ist, und PKK. Genau, Hamas ist quasi. Was habe ich mit denen zu tun? Nee, nix. Also die werden nur deklariert. Ich sage ja, verstehst du? Nun, aber jetzt kommt, wie man diese Juristerei so drehen kann, worüber wir oft mal geredet haben mit diesen Abkommen. So, das heißt, wenn eine als Terrorist deklarierte Partei einen Ort regiert, ist nach Obama, nachdem Obama dieses Drohnengesetz verabschiedet hat, ist jeder, der da drin wohnt, erstmal per se auch ein Terrorist. Das heißt, alle, die im Gazastreifen sind, die übrigens nicht raus können und von dieser Hamas regiert werden, und da kommt irgendetwas rein, muss das ja von der Hamas organisiert werden, weil die quasi die Partei sind. Die müssen es ja genehmigen, alles, was da irgendwie kommt. Und das heißt, wenn du jemandem irgendetwas gibst, du spendest einen Brunnen, und jemand, der da hingeht und trinkt, ist dann nach der Juristerei als potenzieller Terrorist unterstützt worden. Sehr gut. Obwohl er Wasser trinkt. Krass. Das heißt, er unterstützt die Kinder. Aber dadurch, dass da auch andere trinken, kann man als Jurist sagen, ja, dadurch, dass es eine terroristische Partei ist, und nach Obama sind jeder, der da wohnt, wo Terroristen die Herrschaft haben, wie zum Beispiel jetzt in Afghanistan, kenne ich ja den Fall von vielen von meinen Flüchtlingsmietern, dadurch, dass die jetzt einen Pass haben, einen afghanischen Pass, und seitdem die Taliban die Macht übernommen hat und die aber nicht anerkannt wird, die Taliban, ist das jetzt wie ein terroristischer Staat, und alle diese Afghanen sind staatenlos. Das heißt, wenn die jetzt irgendwo hingehen, das Konsulat in Afghanistan ist nicht mehr verfügbar. Das heißt, du gehst dorthin, aber die Regierung, für die eigentlich die Vertreter sind, werden nicht mehr anerkannt, ergo, du zählst dann nicht mehr als das. Das heißt, jeder, der da wohnt, wenn du dich entscheidest, eine im Gazastreifen zu heiraten und du wohnst dort, dann bist du ein potenzieller Terrorist. Das heißt, wenn du stirbst bei einem Bombenattentat, bei einem Bombenangriff. Ja, das heißt, ein deutscher Terrorunterstützer ist gestorben. There you go. Da bin ich so IS-Jugendlicher. Genau. Früher gab es immer, es sind 4 Terroristen gestorben, darunter 5 Zivilisten. Das gab es so früher immer, bei Bush-Zeiten im Irak. Die haben immer bombardiert, so viele irakische Soldaten gestorben, darunter 5 Zivilisten. Und als Obama übernommen hat, hat er gesagt, diese Zivilisten nervt übertrieben. Dann kam dieses neue Dekret, dass jeder, der da wohnt, ein Terrorist ist. Und seitdem haben die eine Trefferquote von 100%. Wir haben nur Terroristen ausgeschaltet. Krass. Das heißt, er geht dorthin, weil er ein Waisenhaus bauen will, aber dann geht irgendeiner hin, der ja ein potenzieller Terrorist ist auf dem Papier, und nimmt dort ein Wasser oder nimmt dort einen Stein, der von diesem Waisenhaus ist, dann hat er ergo Terroristen. Das heißt, wenn ich jetzt da reingehe, der Urlaub mache, ich kaufe mir einen Döner, schenke dem so einen kleinen Jungen, weil er nichts zu essen hat, der geht nach Hause, lässt seinen Papa beißen, potenzieller Terrorist. Oder das Kind sogar selber. Vielleicht ist das Kind auch schon ein Terrorist. Ja, wie gesagt, das ist das Schlimmste, aber so ist das, ist dieser juristische Move, ihm das so anzudichten. Aber ich finde das, was ich nicht verstehe, diese Organisation, die dann zu bestrafen, meinetwegen, aber einen unschuldigen Spender, und du warst ja einer von Tausenden wahrscheinlich, der gespendet haben, dich dann so groß zu machen, du bist ja in den Medien ganz Deutschland durch die Scheiße gezogen worden, finde ich krass. Ich meine, wie soll ich es erklären? Ich will mich jetzt auch nicht größer machen, als ich bin, aber ich glaube, mit meinem Namen, mit meinem Einfluss und mit den Werten, für die ich stehe, oder auch mit denen ich auch die Leuten durch mein Talent, durch meinen Fußball auch so begeistert habe, hat man, glaube ich, einen ganz anderen Effekt auf die Menschen. Auch, dass sich jemand traut, sage ich mal, dann so offen damit umzugehen oder sich hinzuschön und sagen, ey, ist eine gute Sache, mach das, die Menschen brauchen uns, ist auch wieder eine andere Sache. Natürlich war ich auch gefühlt zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Ich meine, allein im Bundesland Hessen, Alter, mit diesem ganzen Innenminister Bouffier und Beuth, wie die da abgegangen sind, das war ja, keine Ahnung. Also, mich hat's gar nicht gestört oder so, weil ich... Du hast damals bei Eintracht Frankfurt gespielt, oder bei Eintracht? Auch bei Eintracht, das fing da schon ein bisschen so an. Ja, da wurde ich damals benachrichtigt. Von wem? Von den PR? Von den welchen, keine Ahnung, angeblichen Politikern, die da mir so das Gehirn so ein bisschen waschen wollten. Die dachten, ich wäre irgendwie auf den Kopf gefallen. Und die meinten, ja, Innes, du bist ja gut, so auf unserer Sprache jetzt, alles schön und gut. Du machst Hilfs und stehst für bestimmte Sachen. Aber ist dir eigentlich bewusst, dass du auch damit den Terrorismus unterstützt? Hab ich dem Verein gezeigt? Die dachten, es wäre versteckte Kamera oder so. Ja, die wollten, dass die Terroristen verdursten, die haben halt getrunken, ja. Nee, was? Keine Ahnung. Ja, aber erstmal mit Waffen. Erstmal ist es Waffen. Aber habe ich gar nicht. Um Waffen, oder ging es nur um Wasser am Ende des Tages? Was ist wie Waffen? Wasser ist eine Waffe, du Idiot. Hast du keine Wasserpistolen gesehen? Nachhaltige Waffe. Lakai. In die Augen, Alter. Ja, vor allem, wenn du das Salzwasser nicht rausholst. Vor allem, wenn du das Salz nicht rausholst. So eine ganze Truppe rum. Das sind diese 5-Jährigen, die hat die in Ghana befreit, die 5-Jährigen. Die rennen jetzt mit so Benatira-Hertha-Trikot und Wasserpistole durch den Gazastreifen. Das war's. Keine Ahnung, Mann. Wie gesagt, wirklich, das Thema ist wirklich sehr, sehr... Ja, ist komplex. Sehr, sehr komplex, gerade... Ich habe es ja auch gemerkt, weil ich war ja selbst betroffen. Die Menschen, wir leben auch in so einer Zeit, darüber haben wir auch letztes Mal schon gesprochen, die Menschen haben auch nicht mehr so den Bezug. Also dieses Background-Wissen ist gar nicht mehr vorhanden, um das so ein bisschen einzuordnen. Man kriegt ja nur das mit, was dann halt die Medien halt dann das
zeigen oder was sie denn halt an Bildern dann auch durchgehen lassen. So. Und das war es dann auch. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Weißt du, das erkennt man auch an dem Ukraine-Krieg jetzt auch. Ich meine, der Krieg ist immer schlecht. Da sind wir uns alle einig. Krieg ist nie eine Lösung. Das ist immer das Schlimmste, was man machen kann. Ja? So, aber diese Doppelmoral, Alter, dieses Heuchlerische, wie jetzt bestimmte Menschen bevorzugt werden, aber in Syrien, in Irak oder in Afghanistan oder in Jemen, Alter, die Leute kriegen das jeden Tag. You name it. Weißt du? Haben wir schon ganz oft im Podcast so, genau das gesagt. Das ist so, oh, das macht mich richtig aggressiv. Ja. Dass auf einmal der Ukrainer wird als höherklassig eingestuft. Wie, ja. Weißt du, wenn ich gefragt werde, ob ich etwas hasse, so, ich konnte immer nie so darauf antworten, weil Hassen ist schon etwas Tiefes, so, ja. ist ekelhaft. Aber wenn ich sowas mitbekomme, ich schwör's, ich empfinde richtig Hass. Dass die Menschen anders kategorisiert werden. Übertrieben. Also, der Ukrainer zählt als Flüchtling erster Klasse. Natürlich, also nicht, dass man das hier falsch findet. Das ist eine Pflicht, denn die Menschen zu helfen. Aber da muss man allen helfen. Ob aus Polen kommt oder selbst aus Deutschland oder keine Ahnung, wo, man muss niemandem helfen. Ja. Aber dann, keine Ahnung, so wie in bestimmten drei Klassengesellschaften die Leute abzustempeln, ist übertrieben. Und ich meine, natürlich sehen wir jetzt bestimmte Bilder wie Häuser fallen und keine Ahnung was. Aber jetzt überlegt man in Afghanistan oder keine Ahnung, in anderen Ländern, da spielen Kinder auf den Straßen, da fliegen einfach Drohnen. Auch seit Obama. Einfach auf Verdacht können die einfach losballern. Ja. Sogar ohne Verdacht, also einfach drauf. Nee, stell mal vor. Ja, ja. So. Und das ist so, weißt du, aber dieses Einfühlungsvermögen ist auch so ein bisschen ausgestorben. Ich meine, die Generation, die jetzt noch den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, die stirbt ja auch langsam aus. Genau, die so. Hatten das noch. Das heißt, diese Empathie, ja. Weißt du, für das Große und Ganze, sage ich ja. mal, was passieren könnte. Jetzt, keine Ahnung, jetzt habe ich das Gefühl, du liebst entweder bist für uns oder gegen uns in so einer schwarz-weiß Zum Beispiel, wenn du dir die Kriegszyklen anguckst, ne? Wenn du dir die Kriegszyklen anguckst, kommt immer ein Krieg, dann kommt 3 Generationen Frieden wieder, schon seit Jahrhunderten. Und dann die Nächsten, die es wieder vergessen haben. Ich glaube, jetzt unsere Kinder quasi, die lernen keinen mehr kennen, der Weltkrieg miterlebt hat, die werden noch schlimmer. Guck mal, das Ding ist bei den Medien, er hat das perfekt zusammengefasst. Allein sein Satz, den du gerade gesagt hast. Man muss allen Menschen helfen. Du meinst damit, alle Menschen haben Hilfe verdient. Natürlich. Wenn ich dir jetzt schlecht gesonnen bin und irgend so ein Bastard-Journalist bin, von irgendeinem Klatschblatt, kann ich sagen, Terrorist. Anis Benatira, Terroristen sollte man helfen. In der Begründung, er hat gesagt, allen Menschen sollte man helfen und Terroristen sind Menschen. Ergo, Terroristen, so können die Medien alles drehen, wie natürlich. Du willst. Das ist halt dreckig an den Medien. Das ist so Medien. Schlimm. Ja. Wenn dich einmal drauf. Aber wie gesagt, guck mal, die Medien ist das eine, aber es gibt immer einen, der über dem steht, der eine bestimmte Richtung, eine bestimmte Sache vorgibt, wie sie halt platziert werden soll. Das ist einfach so. Weißt du? Und ich bin auch mal sehr, sehr vorsichtig, weil viele klingt immer auch nach Verschwörung, weißt du? Übertrieben. Die Leute verstehen erst einmal Dinge, wenn sie erst mal selbst betroffen sind. In so einer Zeit leben wir gerade. Solange alles weit weg ist, oh, die Armen, okay, alles schön gut, aber ist ja nicht hier. Jetzt haben wir, weil wir jetzt über Ukraine gerade gesprochen haben, das quasi fast vor der Haustür, gucken wir die Leute durchdrehen, Alter. Kein Mehl da, kein Öl da, keine Ahnung. Also, so ein Blumenöl. Ich meine, ist okay, man denkt ja ein bisschen vor, so, aber siehst du, was so ein bisschen näher ausmacht und die Leute, Alter, Panik schieben. Mhm. So, fliegen wir mal von Ukraine nochmal 2-3 Stunden weiter, dann bist du im Nahost, dann will ich mal die Leute sehen, was sie dann machen. Weißt das wäre krass. Deswegen, ich meine, wir haben Al Jazeera, Alter. Wir haben Al Jazeera, da hast du alles. Das sagt Salim auch immer, ich verstehe das leider nicht. Ich das ist unzensiert, das ist krass. Ich weiß, Salim sagt auch immer, ist der einzige. Ich bin damit groß, wie glaub, jeder ist damit. Ja, ja, immer. Also die zensieren gar nichts. Ich habe zwar nie was verstanden. Aber du siehst alles. Aber nein, ist Hocharabisch so. Ja. Ah, okay. Wir verstehen ja immer nur unseren Dialekt halt so. Aber das ist dann halt so wie das englische Arabisch, muss ich dir vorstellen. Das versteht jeder. Jedes arabische, muslimische, afrikanische Land. Du kannst nicht so sprechen, aber du verstehst, was sie sagen sozusagen. Nein, ich verstehe so die Hälfte so ein bisschen. Ja. Das kriegt man einfach, weil viele Wörter auch dann in deinem Dialekt auch. Was für ein Dialekt hast du genau? Den tunesischen Dialekt. Es gibt ja 40 oder 47 verschiedene. Ja, ja, es gibt die quasi immer nur von so Unterform. Also die Nordafrikaner ähneln sich von der Sprache her. Verstehst du Marokkanisch? Und andersrum verstehst du Tunesisch? Nee, wir verstehen eher die als sie uns. Ja. Ah. Das ist wie Holländisch und Deutsch. Ah, dann verstehe ich, okay. Also von. Deswegen und. Aber wenn du Al Jazeera siehst, ist das hardcore. Das versteht jeder einfach. Weil, wenn du in den afrikanischen, nordafrikanischen Ländern oder in arabischen Ländern zur Schule gegangen bist, dann verstehst du halt die hocharabische Sprache einfach, so wie hast das Englisch. Hast du Tunesien in der Nationalmannschaft gespielt? Auch, ja, ja. Und hast du die alle gut verstanden? Ja, ja. Also, du sprichst perfekt Tunesisch, ne? Ja, perfekt. Für meine Verhältnisse ja, aber jetzt, man hört dann natürlich schon raus, dass ich nicht dort geboren und aufgewachsen bin, aber wie man schon sagt, mit Akzent so, aber ich spreche fließend. Lass mal noch über was Schönes reden. Was war so dein schönstes Erlebnis als Fußballer? Was mit Hertha, was mit der Nationalmannschaft? Tunesische Nationalmannschaft war doch krass, oder? Deswegen ja, will ich das wissen. Also ich meine,
mein Ziel war schon so, für die Nationalmannschaft, für Deutschland zu spielen, weißt du, weil dieses, das glaube ich, spiegelt auch die Serie wieder über die gewisse Themen. Du hast U21 gespielt für Deutschland? Ja, ich habe von U15 bis U21 alles durchgespielt, aber so, weißt du, gerade so als Kanake, sage ich mal, war es schon eine besondere Ehre oder sage ich mal, ein besonderer Reiz, halt den Adler auf der Brust zu tragen, so, weil ich glaube, ich gehöre zu einer Generation noch an, wo wir schon eine gewisse Tür aufgebrochen haben. Ja, deswegen, wenn man die Nationalmannschaft heute sieht, sieht man viel mehr Spieler mit Immigrationshintergrund. Das war damals, da hast du Asamoah gehabt und später Omoyela, das war's. Ja, Neuville vielleicht, keine Ahnung, Podolski, Klose, wo man wusste, okay, die haben polnische Vorfahren, so. Ja. Aber das war's dann auch, so. Ja, was, ja. Und so ein Quotenschwarz waren wir dabei, ob es Kakao oder so war, keine Ahnung. Ja, also aber jetzt so in der Masse. Jetzt, ne? aber jetzt so. Kakao. Ja, Stuttgarter Legende, Alter. Ja, aber jetzt so. Kakao. Heißt der wirklich so? Ja. Ach so. Ja, aber Bundesliga Torschützenkönig. Brasilianischer. Ich dachte, das ist ein Callback von diesen Plantagen. Nee, Kakao. Brasilianischer Fußballer, der bei VfL Stuttgart Torschützenkönig ist. Das ist wirklich Kakao. Ist eine Legende, Alter. Kakao. Nee, ich glaube, der erste war so Gerhard Asamoah, oder? Der erste Asamoah schon, ja. Auf jeden Fall. Spiel, ne? Kakao. Das war so. Ja. Nee, und deswegen war das schon. Ich meine, ist auch meine Heimat. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Natürlich bin ich meinen Eltern dankbar, dass ich, seitdem ich klein bin, dass sie ein Jahr lang immer das Geld gespart haben, um uns dann im Sommer nach Tunesien zu prügeln, Alter. Das war schön. Ja, ich bin wirklich dankbar, dass ich den Bezug auch dazu habe. Ich bin sehr gerne in Tunesien. Ich brauche das auch so. Aber ich meine, als kleiner Junge, also nach 4 Wochen, Alter, warst du schon froh, wenn du wieder zurück warst. So, ich komme auch aus dem Süden, ist richtig heiß. Meine großen Brüder sind noch auf Djerba gewohnt, das ist da für ein Paradies. Weißt du, eine Insel, Djerba ist top. Aber mein Vater kommt aus dem Festland, wo du dann halt ein bisschen nochmal reinfahren musst. Mhm. Außer Fußball spielen konnte ich da jetzt nicht viel machen. Hast du mal WM gespielt mit Tunesien? Nee, leider nicht, habe ich verpasst, leider. Ja, dann Afrika Cup. Habe ich auch 3-mal verpasst, muss ich ehrlich sagen. Wegen Verletzung immer? Zweimal wegen einer Verletzung und einmal war das dann halt auch wegen der Darmstadt-Sache. Mhm. Ja. Weißt du, die Tunesier haben sich. Du konntest nicht in Tunesien spielen? Nee, ich habe bevor es dann richtig eskaliert ist, habe ich dann mit Darmstadt ausgemacht, dass ich dann nicht zum Afrika Cup fahre und dann halt zur wichtigen Rückserie dann halt da bin und dann den Verein helfe. Keine Ahnung, keine 4 Wochen später war alles vorbei. Ja. Dann bist du aber erstmal abgetaucht nach Tunesien erstmal, oder? Ich war damals nach dieser Sache, war ich dann gefühlt in einem Jahr in 3 Länder, Alter. Ich musste dann in die Türkei wechseln. Die ganze VPN angehabt. Wo ich nie sein wollte. So, dann, keine Ahnung, dann bin ich später nach Tunesien gegangen, zum sehr großen Club. Das hat mir auch sehr gut getan. Ich bin dann so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, aber das Thema war ja so präsent. Ist bekannt, weil es gibt ja nicht so viele bekannte Europäer da. Oder wer ist der bekannteste Tunesier? Nee, wir haben schon gute Spieler. Ich meine, du sprichst ja aus deutscher Sicht so. Nee, aber ich gucke mal schon interessant, wen gibt es so? Wir haben schon viele Spieler in Frankreich. Sag mal einen Namen. Boah, die sagen jetzt nicht. Hazri ist einer, der sehr, sehr gut ist, der auch bekannt ist. Wir haben jetzt auch einen Sredi, der spielt bei Köln. Ja, den finde ich sehr, sehr gut auch. Aber sonst sind die alle verteilt. Ich spiele mal FIFA, Premier League, das ist auch in Tunesien. Ist dieser Hazri, der so. Dann, wir haben schon sehr talentierte Spieler, also sehr, sehr gute Spieler auch, aber die eher so in Frankreich, Italien, im Middle East so dann Fußball spielen. Was ist der größte Star die letzten 20 Jahre von mir gespielt? Boah, schwer. Du hast schon welche gehabt, die wie Trabelsi, der bei Ajax gespielt hat, bei City gespielt hat. Ja. Ansonsten hast du, für mich Yassin Chikawi, das war einer der krassen Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe. Ja. Der war richtig stark, auch leider mal wieder von Verletzungen betroffen. Ich meine sowieso, die Nordafrikaner, gerade was so das Technische, weißt du, dieses intelligente Fußballspiel betrifft, sind die alle sehr, sehr gut bestückt. Ob es jetzt Marokko, Tunesien oder Algerien ist. Ich meine jetzt auch, wenn man sich die algerische oder die marokkanische Nationalmannschaft ansieht, spielen alle bei Top-Mannschaften. Ja. Bei Algerien, da fallen mir auch 1000 Leute ein, ne? Ja. Die haben schon eine klasse Truppe. Deswegen, aber ist nicht Riyad Mahrez auch Algerier? Ist Algerier, genau. Aber in deiner Serie wird all das beleuchtet, da kann man alles noch machen. Ja, auf jeden Fall. Also okay, geil. Ja, dann nicht alles spoilern, dann lieber jetzt hier einen Link klicken. Also es ist wirklich gut. Da wird. Ich meine, die Meinung der Sportler hat mich wirklich nicht so interessiert, weil ich wusste, dass es gut wird. Ja. Aber mich hat viel mehr überrascht
auch zum Positiven, dass dann natürlich auch mich Leute angequatscht haben, Frauen angequatscht haben, die in bestimmten Positionen sind, die das richtig feiern und die das, denen das gefallen hat, weil... Was für Positionen? Eher so defensives Mittelfeld, offensiv? Allrounder. Nee, so Lehrer, Lehrerin, weißt du, Sozialpädagogen, weißt du, auch aus der Politik, die natürlich gewisse Perspektiven jetzt so vor die Nase... Die sie vorher nicht kannten. Die sie auch nicht so hinterfragt haben. Hm. Warum Dinge so sind, wie sie sind. Warum ist der Junge so, wie er ist? So, hm. Obwohl es eigentlich ganz normal ist, bei so bestimmten Jobs, dass das dazugehört, weißt du? Aber deswegen dieses Authentische. Ich meine, du kennst es, oder vor allem du, wenn mir ein Lehrer irgendwas erzählt hat oder mir irgendwas vorgegaukelt hat, dass er aus einer Ecke kommt, wo ich genau weiß, ich rieche schon, dass er gar nicht von dort kommt, dann hat er ja schon verloren. Hm. Die Glaubwürdigkeit ist dann tot. Weißt du, und gerade so Menschen, die wirklich dann das auch authentisch wiedergeben können, hm, und dich dann auch damit fangen können, weißt du, dann hast du ja schon gewonnen. So, das ist, was eigentlich, worauf es ankommt, egal in welchem Business oder egal in welchen Zielgruppen. Hm. Ich glaube, Menschen kannst du nur fangen, wenn du natürlich ehrlich, authentisch und dann auch von dem erzählst, was auch wirklich stimmt. Apropos Menschen fangen, du hast unter der Legende Otto Rehhagel gespielt, der hat dich trainiert. Was war so das Krasseste, was da passiert ist? Boah. Vielleicht noch abschließend. Salim guckt so, der hat keine Ahnung, wer Otto Rehhagel ist. Er hat mir gerade gesagt, dass der Akku gleich leer ist. Das Beste, was du von Otto Rehhagel je gehört hast? Boah, da waren echt einige Dinge dabei. So, das eine kann ich gar nicht so hervorheben, aber ich glaube, die Erfahrung mit ihm gemacht zu haben, war schon besonders so. Du hast halt gemerkt, diese Lebenserfahrung, auch diese Erfahrung im Fußball. 107 mittlerweile, ne? Gefühlt. Gefühlt, ja, nee. Aber das war schon etwas Besonderes. Also so seine Reden, die er gehalten hat, war schon besonders. Aber ich glaube aber auch zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort, denn das war nicht der richtige Zeitpunkt, auch bei Hertha. Da war viel, viel, viel Chaos, auch intern. Mhm. Deswegen, ich habe es mit ihm genossen. Ja. Der kannte immer nicht alle Namen, meinen Namen konnte er. Das war für mich eine Ehre. Hat er Anis oder Benedita gesagt? Der hat immer mit Nachnamen angesprochen. Aha. Der hat immer gesiezt. Otto ist eine Legende, der ist mit Griechenland Weltmeister geworden, das war das letzte Mal. Nee, Ennis hat, vorne hat er mich angeschaut, aber hat mich immer gesiezt. Sie, Ennis. Ja. Der ist ja nur alte Schule, der ist ja wirklich eine absolute Legende. Deswegen, aber das war schön, das und war etwas Besonderes mit ihm auf jeden Fall. Und jetzt noch abschließend, wer war der beste Spieler, mit dem du jemals auf einem Platz gestanden hast? Boah, ich habe echt mit vielen guten Spielern zusammengespielt. Hast du Ronaldo irgendwo gesehen? Nee, den habe ich leider nie. Messi, ja, aber Cristiano Messi nicht. Hast du gesehen? Ja. Aber sonst habe ich mit echt gespielt. Ja, ich meine, wir hatten mit Hamburg damals auch so viele krasse internationale Turniere. Ich kann mich schon an diesen Fly Emirates Cup erinnern. Da war Juve, Arsenal, Real, die waren ja alle da. Mhm. So, also ich meine, in Hamburg als ich damals in Hamburg war, war das ja auch eine Weltstar-Mannschaft. Ja. Da war Van Nistelrooy, Zé Roberto. Stimmt, du hast mit Van Nistelrooy, Zé Roberto gespielt. Weißt du, das waren ja Top-Spieler. Also Vince Kompany, De Jong, boah, krank. Guerreiro, Petric. Ja, der war ja richtig kranke Truppe damals. Also es war Das war Champions League. Das waren ja drei Mannschaften, die du da hättest aufstellen können. Ja. Atuba, also es war ja. Es war die beste Hamburger Mannschaft wahrscheinlich sogar seit den 70ern, ne? Auf jeden Fall. Ja. Deswegen und. Van Nistelrooy. Boah, ich habe echt mit vielen guten Spielern gespielt, aber so, wenn ich jetzt einen hervorheben müsste sofort, würde ich Zé Roberto sagen. Zé Roberto ist heute damals noch eine Maschine. Ja, ich gucke immer damals, ich guck mal, keine Ahnung, da war zu dem Zeitpunkt schon 37, aber der war extrem fit. Also, allein vom Fußball her, man hat sich einfach blind verstanden. Ja. Ist auch einer der besten auf der Position, die ich je gesehen habe. Ja, also war deswegen, aber sonst waren echt viele. Natürlich hat mich auch Rüd so ein bisschen positiv überrascht, muss ich sagen. Ja. Der war auch schon alt, als der bei Hamburg war. Auch schon war 35 so, aber trotzdem, aber so eine Klasse, die ist zeitlos. Weißt du, wenn du fit bist, dann der kam natürlich mit ein bisschen körperlichen Problemen nach Hamburg damals, aber dann wurde er hinten raus fit. Also wie gesagt, es waren echt viele Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, aber die Beste waren natürlich die Berliner. Ja, klar. Natürlich, Mann. So, jetzt haben wir haben es zu einem guten Ende gebracht, Digga. So, zwischendrin haben wir über was Ernstes gesprochen, Leute, aber ihr seht mal, wie schnell man was in den falschen Hals kriegt und wie schnell man wegen irgendwelchen kleinen Geschichten nachher gerade stehen muss. Deswegen denkt dran, wenn ihr irgendwo Brunnen baut, dann guckt immer, was da für Streifen sind in dem Land. Auf jeden Fall, die Serie findet ihr in dem Link. Und schaut euch auf jeden Fall an. Er ist ein super toller Bursche. Wirklich der beste Typ. Bis sehr bald. Mach's gut. War uns eine Ehre. Vielen Dank. Danke fürs Kommen, Mann. Liebe Grüße. Ciao.